Jo, Spiel? Danke. Danke, dass du auch ein Geräusch von dir gibst. Finde ich voll toll von dir und so. Verstehst du? Ich würde mal kurz meine Zwerge auswählen. Denen es nicht gut geht, die sollen nach Hause und sich ausruhen. Oder man steht halt einfach in der Weltgeschichte rum. Da geht's einigen nicht so gut. Damit. Warum lebst du überhaupt noch? Ist der einzige Zwerg, wo ich will, dass er stirbt. Und er denkt sich, nö. Ich lebe. Unsere Kanonen feuern gerade. Ob das besser wird, wenn wir mehrere hinbauen? Ja, die feuern auf jeden Fall gerade. Die sind schon cool. Die schauen schon irgendwie krass aus. Okay, die schlafen gerade. Die sollen jetzt hier noch ein Minütchen weitermachen oder sich ein Minütchen ausruhen. Beziehungsweise, sag ich doch, ein Portalwächter ist hier drin. Denn wir gehen hier als nächstes rein. Ah, der Portalwächter. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber gut, den Damage hat, drücken wir jetzt. Also den drücken wir auf jeden Fall. Da passiert uns nichts mehr. Ich weiß nicht, wo ihr hin wollt die ganze Zeit. Wollt ihr zu ihm hier, weil ihr hier steht? Wollt ihr nach Timbuktu? Wollt ihr ein anderes Spiel? Guck mal. Wo geht er hin? Ach, er klettert hier rauf. Ah, unser Damage auf den Blöcken ist noch einfach zu nervig, um da wirklich durch, sagen wir mal, ein bisschen übertrieben durchzubuddeln. Aber hier sind ja, in den Blöcken ist echt eine hohe Chance halt drin, dass andere Ressourcen mit rausfallen. So weit ist es gar nicht mehr bis nach unten, oder? Nee, ich glaube, so weit ist es gar nicht mehr. Aber uns fehlt der Speed. So, Jungs, kann ich euch irgendwie hier sammeln, bestimmt, oder? So, greift mal hier an. Ihr kriegt mal den Befehl auf das Angreifen. Dann müsstet ihr doch alle hier runterrennen. Hoffe ich mal, dass ihr den Kollegen hier nicht alleine lasst. Gut, er läuft auch gleich weg, das ist schön. Bis die Kollegen kommen. Schön, dass die Mage erst. Wieso greifst du jetzt wieder an? Schön, dass die Mage erst kommen. Das ist gut. Nein, der glitscht sich da durch. Das ist ja ein bisschen Mobbing. Schön, dass die Mage erst kommen. Den wollte ich gerade sagen, die können durch das Loch durchschießen. Die anderen Zwerge brauchen noch ein Minütchen, ha? So, der Portalwächter ist jetzt auch nicht mehr das Problem. Man sieht es am Damage, den wir jetzt machen durch die ganzen Mithril-Schwerter. Dass der halt mittlerweile echt harmlos geworden ist. Wächter besiegt. Erstes Portalteil. Cool. Voll cool und so. Also wirklich cool. Die Rückwand wollte ich nicht kaputt machen. Fliegst du jetzt schon wieder rum? Junge, bist du nervig. Fertigen. Aber die Portalteile können wir machen. Mach mal gleich. Ich finde sie gerade nicht. Ich mache erstmal das, was ich eigentlich auch so machen wollte. Tschup, tschup. Warum habe ich das hier eigentlich noch nicht gemacht? Und zwar, hier mal durchschauen. Und die letzten paar Erze so rausholen aus den Gängen. Die, was wir schon kennen. Tschup, tschup. So.
Hier geht's wieder leider nicht. Durch das blöde Spinnengedöns. So. Die vorderen Blöcke ersetzen wir gleich. Hier. Vordere Blöcke. Da oben wird schon wieder geschossen. Gut, dann gehen wir mal dahin. Zack. Hier. Dann haben wir da noch. Überall ein bisschen was. Ist ja trotzdem einiges, wenn ich es mir so anschaue. Was noch so ein bisschen rumliegt in den Rückwänden. Da. Ist nicht wenig. So, vordere Blöcke. Ich hoffe, wir haben hier überall alles markiert. Da packe ich einen hin. Guck mal, da habe ich es fast vergessen. Vordere Blöcke. Da wäre halt auch noch was. Aber das hat eine Spinne. Das heißt, so, dann gehen wir mal hier hin. Zack. Zack. Chup, chup. Chup, chup. Chup. Nein. Nee, das ist keine Kohle. Jetzt habe ich mich schon gefreut. Weil Kohle ist immer noch so eine Ressource, die wir gefühlt kaum haben. Irgendwie. Gut, hier ist jetzt ein bisschen Kohle, aber das ist alles weitaus noch nicht so die Kohle, die wir ja brauchen. Aber ich glaube, deswegen kriegst du auch das mit Holz rein, dass du Holzkohle machen kannst. So. Hier auch noch, ganz brav. Habe ich was vergessen? Guck mal, hier ist auch. Hier habe ich auch was vergessen. Hier sehe ich die Kohle halt ganz schlecht. Das Ding ist schon wieder gespawnt. Die Nervensäge da hinten. Ich würde mir auch wünschen, dass man die irgendwie ausschalten kann. Weil die spawnt die ganze Zeit und nervt einen nur. Ohne dass es irgendwelchen Sinn noch ergibt. Also halt von mir aus halt irgendwo einen Boss. Nicht ausschalten, sondern es irgendwo einen Boss. Den man machen kann. Muss. Und der damit weg ist. Da wäre ich voll dafür. So. Klick mal halt hier einmal wieder alles durch. So viel ist es ja echt nicht mehr. Hier sind wir dann schon so ein bisschen auf der Kohleebene. Auf der Goldebene. War auch nicht so viel. Hier hängt ja fast nichts hinten drin. Wenn ich mir das gerade so anschaue. So. Gut. Ich übersehe trotzdem immer noch was, obwohl ich versuche wirklich gut durchzuschauen. Aber deswegen gucke ich gerade zweimal durch. Ich habe nicht keinen Bock, da ewig und drei Tage, sage ich euch ehrlich, hier halt die Bäume zu fällen, damit ich dann mit Erde zusammen irgendwann mal Holzkohle draus machen kann. Da habe ich halt überhaupt keinen Bock zu. Das dauert halt auch ewig. Bis das Holz und so eingesammelt wurde. Ich gucke jetzt nur bis hierhin. Gerade mal.
So, dann, weil hier haben wir halt noch nicht durchgebaut. Warum der hier wieder rumschwebt? Jo. Ihm gefällt's. Anscheinend. Hier können wir gar nicht so hin, wie ich es möchte. Das heißt, ich müsste halt hier irgendwo so links und rechts die Fackeln hin, die Leiter hin platzieren. Also tendenziell eher links. Ja, ist egal. Ist eigentlich auch wurscht, wo wir die dann hinpacken. So, weil dann gehen wir hier weiter runter. Da feuern gerade wieder Kanonen. Ich höre es doch ganz genau, wie sie da wieder rumfeuern. Ist halt auch krass. Wie es hier unten, oder wie das, wie das Beben so ist. Wenn die rumfeuern. Wir müssen uns jetzt merken, dass wir auf der Höhe von dem hier halt waren. Dass ich jetzt hier mal ein Lager baue. Einfach hier hin. Dann mache ich trotzdem hier. Zack, zack, zack. Mal auf die Höhe von bis zu den Lagern runter. Mal alles austauschen und ausbessern, was noch so in der Rückwand drin liegt. Also bis hier. Weil hier geht es ja auch dann wieder rum. So. Noch 16 Minuten. Bis es wieder soweit ist. So. Hier ist ein Hohlraum, das passt schon. Wenn man auf vordere Blöcke, wenn man als Startpunkt vordere Blöcke hat, dann nimmt er auch keine hinteren Blöcke ran. Was ja auch gut ist. So, ihr dürft hier ein bisschen buddeln und bauen, ha? Jetzt mal auf der Höhe. Ich hoffe, wir kriegen hier noch ein bisschen Mithril zusammen. So ein bisschen zumindest. Muss ja nicht mega viel sein, aber ein bisschen wäre schon cool. Ich denke auch, hier ist jetzt alles soweit ausgetauscht. Bis auf die paar, wo bei den Spinnweben da waren. Die ich jetzt bestimmt auf der Schnelle nicht finde. Doch, hier. Hier habe ich ja trotz... Ich habe wirklich gut versucht, gut durchzuschauen und nichts zu übersehen. Ich habe was übersehen. Gut, weil dann sind wir nach, in die Richtung nach rechts eigentlich sehr gut dabei gewesen. Da hinten können wir dann sämtliche Lager eigentlich auch abbauen. Das ist nicht so wie in Terraria, wo dann irgendwann neues Zeug dazu spawnt. Aber wir haben jetzt die Aufgabe. Wo war es denn? Ich glaube, es war hier. Ach, da brauche ich Stahl. Ich habe keinen Stahl mehr. Jetzt schon. Gold brauche ich gerade nicht. Ich brauche eher Silber. Für den Kollegen hier. Na gut, da brauchen wir erstmal Mithril noch ein bisschen. Da hätte ich halt auch gern 2 oder 3. Was haben wir denn noch gekriegt dazu anscheinend? Irgendwas haben wir dazu bekommen. Apropos, warte mal. Ich habe so ein bisschen was vergessen die ganze Zeit. Wir könnten ja hier immer noch so ein bisschen Mana... Wir könnten mal Mana-Regeneration machen, weil das war ja das, wo ich mich sehr beschwert habe. Oder Fertigkeiten-Level. Da brauche ich erstmal Tinte für. Lass mich... Kein Wasser? Okay, ich wollte mich schon beschweren, dass wir wieder keine Kohle haben. Nee, wir haben kein Wasser. Was ja in Ordnung ist, dass hier nur Stahl fehlt, okay. Was ja ganz okay ist. Da beschwere ich mich nicht. So, dann müssen wir nicht da nicht durchbuddeln. Ich wollte eigentlich die Leiter anklicken. Habe ich aber nicht. Auch nicht mehr so viel. Und auch nicht mehr so viel Holz. Macht mal weg. Ich brauche mal Stein kurz. Typ. Ja, das Wasser könnt ihr auch wegmachen.
Gönne ich gern noch mal ein paar davon. Wir haben 217. Auch noch nicht so das Wahre. Spinnen. Da. Ja, und das machen sie schon so nach und nach, ja? 10 Minuten haben wir noch, dann ist es... Hier ist halt Methril, aber das ist echt eine hohe Block-Resistance, was es hat. Das, was das jetzt ist, ich glaube, das waren Edelsteine an sich. Braucht man ja ein paar. Ein paar Zeug. So, wir haben jetzt hier drüben 2 von 5 Portalwächtern schon bekommen. Und sind fast ganz unten. Also ich sag mal, ein paar Reihen fehlen noch, dann sind wir ganz unten. Ja. Wir können bis hier runter. Irgendwo. Das heißt, es fehlt nicht mehr viel. Okay. Ist ja schon mal eine Ansage. Habe ich hier drüben noch durchgeguckt? Ja, hier hinten nicht, ja. Da muss auch noch mal massiv viel eingesammelt werden und gemacht werden. Und dann würde ich halt hier jetzt einfach mal, um das zu machen, dann ab dem hier nach unten durchzuschauen nochmal. Weil hier drüben fehlen ja auch noch Schächte. Einige. Die chillen halt alle gefühlt gerade zu Hause. Warum chillt ihr alle zu Hause? Oh. Schon wieder das Essen leer, ha? Huh? Warum haben wir davon schon wieder 13? Komm, ihr kriegt mal Kekse. Kekse ist noch was Schönes. Ihr kriegt mal ein bisschen Kekse. So. Hier kommen auch ein paar Kekse hin. Ich habe keine Ahnung, wie man Kekse macht, woher man die bekommt, aber wir haben Kekse. Kekse! Ich habe Bock zu backen. Übrigens seit gestern. Ich habe von Schlo ein Video gesehen, wo er einen Schokokuchen macht und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe sau oft mir oder sau gern Schoko-Kirschkuchen gemacht. Da habe ich Bock, den zu machen. Weißt du? Habe ich richtig Lust zu. Aber ich war heute so faul, einkaufen zu gehen. Also an sich, ich war heute massiv faul. Ich wollte eigentlich einkaufen gehen und so Zeug. Und Zutaten dafür kaufen, dann war ich irgendwie richtig schlapp und kaputt und müde. Dass ich einfach geschlafen habe, so. Ja, geschlafen, nicht gedöst. Ich habe so ein bisschen vor mich hingedöst. Und dann war halt auch schon... Wann haben wir den Stream angeschmissen? Genau die Zeit war, als wir den Stream angeschmissen haben. Also, ja... Mal schauen, vielleicht habe ich morgen Lust. Okay, an der Lust scheitert es ja nicht, aber halt eher mehr so an. An allem anderen. An, weiß ich nicht. Ich habe heute mir lecker Essen gekocht. Also richtig schön. Viel, zu viel mal wieder. Momentan bin ich ja nicht so der, oder ich bin ja eigentlich nicht so der, der für sich alleine kocht. Aber gibt ja keine Mitesser aktuell. Wobei ich glaube, die gute Katze würde sich auch freuen über ein Hähnchenschnitzel. Mit Stampf und Buttergemüse. So, jetzt nicht so mega aufwendig, aber ist halt alles selber gemacht gewesen. Nicht fertig gekauftes oder sowas.
Außer das Fleisch ist halt vom Metzger. Halt alles komplett selber gemacht. Gut, das Buttergemüse war halt nicht das fertige Buttergemüse, was du kaufen kannst, aber halt das Gemüse war Tiefkühlgemüse, weil aktuell ist schwierig, manches Gemüse zu kriegen. Also Karotten, Erbsen und sowas habe ich aus dem Tiefkühler geholt, weil es auch schon ein paar Tage alt war und ich ja eh nicht so viel brauche. Tiefkühlerbsen halt. So. Ich habe noch nie frische Erbsen eigentlich so gesehen. Zumindest bei uns im E-Center oder sowas. Das wäre auch mal eine Sache. Frische Erbsen. Wo kriegt man sowas? Wir haben jetzt nicht irgendwie einen Gemüsehandel oder sowas bei uns? Ich habe vor lauter Quatschen habe ich komplett verpennt, dass ihr nach Hause müsst. Vorbereitung on fight. Und ausruhen und so, weißt du? Habe ich komplett verpennt, hey. Guck mal, dem geht es zum Beispiel gar nicht gut. Der hängt halt immer noch da unten fest. Du ruhst dich auch aus. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Habe ich komplett verpennt. Ist ja schon wieder gleich soweit. Dann geh halt heim essen. Lynn, warum hängst du schon wieder da unten? Als ob die Wegfindung nicht klappt. Nicht so wirklich. Tatsächlich hätte ich gerade alle direkt hier rüber geschickt. Wobei alle ist auch doof. Es sollen schon ein paar da oben stehen bleiben. Ich glaube, die können sich wehren mittlerweile. Mal kurz zusammenziehen, wieder auf einen Haufen. Dass ihr halt wirklich so ein bisschen zusammensteht und die Gegner kaputt macht. Ich würde sie halt gerne hier oben so ein bisschen rumsammeln. Da kommt jetzt gerade nichts mehr. Ihr geht mal wieder zusammen. Greift mal hier an, der hängt hier unten fest. So. Jetzt ist eh schon vorbei. Also. Hat der gerade. Von hier drüben. Wo kam denn der jetzt her? Also von wo kam denn der jetzt? Mutig. Das ist geile Taktik. Er kann ja nicht angreifen. Das war nicht doof. Das war echt nicht doof. Ja, ab und zu haben sie doch noch ein paar Intelligenzmomente. Und ich muss auch ehrlich sagen, den Stein bauen sie echt langsam, beziehungsweise gar so gut wie kaum ab. Scharf. Wir haben gar gerade nichts, gell? Ich gönne denen mal ein paar Helferchen. Ja, die haben die Kekse aber ordentlich weggesnackt. Das waren alle Kekse. Packe ich das Dörrfleisch? Da habe ich auch nicht so viel. Einfach um das Lager mal ein bisschen aufzuräumen. Hausgemachter Wein. Oh, Heilung? Oh, der ist cool. Hier. Eigentlich müsste ich den ja gönnen als Chemie aus Bayern. Man müsste hier eigentlich einen hausgemachten Wein hinstellen.
Goldäpfel, Alter, wie Sau. Komm, wir. Die haben halt auch hohe Ernährung. Wir gönnen mal wieder eine Zeit lang Goldäpfel. Weil wir nette Menschen sind. Gönnen wir Goldäpfel? Hier dauert es halt noch ein bisschen, bis wir hier so fertig sind. Er hängt halt immer noch da. Aber hey, wenigstens. Ich habe keine Ahnung, ich kann mit denen nicht mehr gut reden. Mir fällt nichts mehr ein dafür. Mir fällt einfach nichts mehr ein. Ich kann mit denen nicht gut reden. So, hier können wir die Leiter platzieren. Hier können wir die Leiter platzieren. Und hier sollten wir auch so instant ein paar Fackelchen platzieren. Ich kann mit den Kollegen nicht mehr gut reden. Ich bin froh, dass der nicht angreift. Von sich aus. Der ist echt stark. Wir haben auch nicht viele davon. Warum hat er jetzt da keinen Stein hin platziert? Hier Wasser sammeln, wenn es geht. Haben wir ein bisschen viele Zwerge langsam. Ein bisschen viel Aufgaben gerade für die paar Zwerge gemacht. Kommt zuvor, ha? Huh? Ach, die müssen jetzt mal außen rumlaufen. Die Sammler kommen! Ich finde sie cool. Dafür, dass sie halt einfach nur ein bisschen Mana kosten und wir hier einfach so richtig übertreiben können. 150 von den Kollegen haben wir jetzt. 150 für vom Mana-Prinzip her ein Apfel und ein Ei. Finde ich die mega cool. Wie so ein Fließband. Erde ersetzen und Erde ersetzen. Den Stein lasse ich mir noch in der Hand, bis das alles soweit gebaut ist und gemacht ist. Weil da muss ich dann auch nochmal gleich anpassen. Mich so gefreut auf das Wasser. Dann geht es runter auf nichts mehr. Oder auf gefühlt nichts mehr. Mobbing! Das Spiel mobbt mich wieder. Ich hab schon gedacht, du kämpfst jetzt gegen den Baum. Das wäre nicht cool gewesen. So, das ist jetzt eigentlich soweit fertig. Das heißt, wir machen hier, gut, wir haben gerade Holztüren. Chup, 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 chup. Wir hatten Holztüren. Das sind Luken. Das waren keine Türen. Ich mache Eisen. Weil davon haben wir mehr. Auch wenn es ein bisschen dauert. Aber ich kann die Holzluke hier hinsetzen. Und dann muss ich nur auf die Tür warten. Von unten kommt jetzt nicht wirklich irgendwas Gefährliches irgendwann mal wirklich angeflitzt. Dann machen wir noch die Türen fertig. Das Holz packen wir uns. Wir packen uns erstmal das Holz runter. Weil die Türen dauern eh noch einen Moment. Dann kann ich hier. Nein. Tup. 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 Nein. Tup. Tup. So. Haben wir denn durch Lampen? Lampen, 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 Lampen. Lampen? Lampen haben wir auch noch. Zack. Entferne Fackel. So, die machen wir jetzt hier auch mal überall schön brav weg. Packen die Lampen schön hin. Auch wenn wir massiv viel Komfort haben, während der hier unten immer noch festhängt. Also, allein durch die Größe von unserem, von unserer Base, glaube ich, kriegen wir ziemlich viel Komfort. Bin ich hier schon wieder nach links gekommen? Ich komme mit der Leiter immer weiter links hin.
Aber immer weiter. Ah, Gott. Egal. Muss ja nicht perfekt sein, das ganze Zeug, was ich hier baue. Guck mal, der chillt auch schon bei uns. Der hier. Wenn die Fackel noch weg wäre, wäre toll. Wir brauchen Betten. Dafür brauchen wir Stoff. Dafür brauchen wir Farbe. Langsam wird's unangenehm. Dafür brauchen wir Wasser. Ach, jetzt fühle ich mich verarscht. Ist das nicht mehr unangenehm? Jetzt werde ich verarscht. Ja, Wasser. Bisschen schwieriger. Ich versuch's. Ich glaube, wir haben zu viele Aufträge. Guck mal, das Schaf ist auch noch nicht gekillt. Den müssen wir mal ein Minütchen oder zwei doch eine Pause gönnen. Weil ich glaube, die Türen sind fertig. Na gut, die Türen werden in-house gecraftet. Alles, was je näher es am Lager ist, desto höher ist die Priorität. Eine. Naja, eine zumindest. Okay. Wir haben aber auch noch so an sich jetzt Zeug zum Craften in. Also hier, das ist günstiger, das Luxusbett tatsächlich. Aber ich möchte jetzt die anderen Betten nicht austauschen dadurch. Oder deswegen. Wir haben an sich noch ziemlich viel, was wir so innen reinhängen sollten. Also wir haben hier noch sowas. Den hier wollte ich auch noch reinbauen, so ein Wichtel. So ein Wichtelhäuschen. Chup. Pack ich mal hier hin. Lass mir noch einen mehr haben zum Einsammeln. So eine Pendeluhr können wir uns gönnen. Die gönnen wir uns. Hier hinten. Die gönne ich mir hier. Und können wir uns noch ein bisschen... Wir haben hier noch eine Statue, eine schöne, große. Packen wir mal hier hin. Heldenstatuen haben wir gerade keine mehr. Den da hätte ich eigentlich gern. Dafür muss ich ein paar Ziegelmauern machen. Da warte ich mal, bis der fertig ist. Oder halt, bis die zwei fertig sind. Und dann gucken wir mal weiter durch. Die würde ich dann irgendwo hier hinbauen gern. Dass ich hier drüben halt so ein bisschen hauptsächlich Schlafplatz hat. 7 von 7. Jetzt haben wir noch einen Wichtel. Der sammelt auch noch ein bisschen brav mit dazu. Goldäpfel, komm. Goldäpfelchen, Goldäpfelchen, Goldäpfelchen. Zwei Tische mit Goldäpfelchen. Zu den Keksen legen wir einfach Salat dazu. Passt doch vollkommen, oder? Goldäpfel mit Salat. Nee, Kekse mit Salat. So, Mann, die Kekse. Pack die Pendeluhr weg. Die nervt mich jetzt schon. Oh. Magischer Motor, da haben wir auch noch einen. Die nervt mich ja jetzt schon. So. Da fehlt halt immer überall Mithril. Was könnten wir noch machen? Buntglasfenster. Voll cool und so. Was haben wir denn? Wir gucken dann gleich mal, was wir noch ein bisschen dekorieren können in unserem Häuschen, wo wir noch ein bisschen was hinstellen können. Das schauen wir gleich mal noch. Ich will jetzt aber nicht da nicht extra was craften, weil das macht jetzt auch keinen Sinn, wenn ich da jetzt extra crafte. Da ist unser Ziegelsteinchen. Wunderbar. Dann können wir nämlich hier die... Wo war es denn? Was? Hier? Die große Koch... Die muss ja erst noch eingesammelt werden. Stelle ja gleich noch mit dazu machen. Jetzt das haben wir ihn. Zack, machen wir die zweite große Kochstelle noch. Packen wir dann hier hin.
Irgendwo ist hier ein Huhn. Da ist es. Die sind alle sehr beschäftigt gerade, hä? Alle massiv beschäftigt, die Zwerge. Nice. Da brauchen wir nicht durchgehen. Da kommen wir nicht durch wegen am Portal. Also da irgendwie so durch das Dungeon durchbauen ist dann da komplett sinnfrei. Oh Gott, dauert das lange. Wenigstens, dass noch einer noch eine hat, hä? Deswegen, wir brauchen Mithril-Spitzhacken, aber dafür müssen wir da unten buddeln. Haben wir das letzte Mal tatsächlich gemacht, weil das sehr gut funktioniert hatte. Wir haben ein Problem. Putz. Da sind sie schon wieder gespawnt. Unsere Truppen kommen schon. Die kommen schon und machen hier Repo. Oder auch nicht. Bitte lass keinen sterben. Nee, 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 nee. Hör auf mich. Hör auf mich. Nicht angreifen. Die zwei sollen schlafen. Beim Paladin? Ja, doch. Der könnte hier. Es sind ja jetzt auch nicht mehr so viele. Das machen die. Aber die chillen halt gerade überall irgendwo in Timbuktu oder laufen gar nicht mehr. Ich glaube, die kriegen die Wegfindung nicht mehr hin. Schau mal her. Die stehen nur noch hier unten. Ich habe den Verdacht, die kriegen die Wegfindung nicht mehr hin. Guck mal, die chillen nur noch hier unten rum. Hä? Die sind jetzt alle stehen geblieben. Da hat sich keiner bewegt von. Da hat sich jetzt absolut keiner von bewegt. Aber... Hä? Hier ist doch keine Tür oder sowas zu, dass die Wegfindung nicht mehr... Also irgendwie so, dass die keinen Weg hierher bekommen würden. Den Weg nicht herbekommen. Kannst du nicht einstellen. Ist uncool. Gut, aber wir haben es ja öfters jetzt schon, dass sie die sagen, ich komme da nicht hin. Haben wir jetzt ja schon echt öfter gehabt, dass ich sagen, ich komme da nicht hin, wie soll ich da hin? Dass die den Weg, ja, Wegfindung, nicht finden.
Klingt logisch, ha? Huh? Das Gold nehmen wir natürlich auch noch mit. Sonst noch irgendwo was? Ja, hier. Okay, das ist nur vorne gut. Da, er auch wieder. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Wie soll ich da hinkommen? Okay, aber bis jetzt haben sie es ja... Guck mal, der Schaf rennt auch noch hier rum. Ist auch noch nicht gekillt worden. Aber das ist ein Spiel, wo du dich durch, was weiß ich, alles durchbuddeln musst. Also. Wir machen ja genau das, was wir in dem Spiel machen müssen. Durch alles durchbuddeln. Muss man ja. Weil sonst findest du, sonst hast du ja keine Chance, die Portale und alles zu finden. Oder halt aus Mithril genug Mithril zu finden. Ich glaube, die große Feuerstelle ist, wie sie sagt, groß. Dann würde ich aber... Pass auf, dann packen wir eine hier hin. Eine. Dahin und wir gucken mal kurz nach den Luxusbetten. Da oben noch einen Flammenwerfer hin platzieren. Ist bestimmt nicht übertrieben, oder? Nee, ist, auf keinen Fall ist das übertrieben. Feuerturm. Ich will nur mal craften. Ich glaube, ich werde noch nicht platzieren. Aber das ist gar nicht das, wo ich eigentlich hinaus wollte gerade. Wir brauchen nicht ganz viele Fackeln. Mal wieder. Wir brauchen auch mal ganz viele Leitern mal wieder. Auch nicht mehr so viele. Jetzt haben wir aber auch mal wieder ein bisschen Holz. Das lassen wir aber, weil wir es einfach gerade nicht benötigen. Für irgendwas. Davon hätte ich gern nochmal ein paar. Jetzt hat Luxusbetten hier. Stoff. Wir müssen Stoff machen. Farbe haben wir. Ich hoffe, wir haben... Ja, wir können ein bisschen Stoff machen. 30 reicht uns wie weit. Für die Luxus... Ach, da brauche ich Stahl. Ja gut, dann ist es auch nicht schlimm. Machen wir mal 9. Das reicht auch ewig. Ach, dann haben wir die... Oh, dann haben wir die Meisterausstattung hier hinten voll. Und kriegen danach die Meisterdekoration. Ah, guck mal, da ist die Pendeluhr, die mich genervt hat. Ne, die lassen wir. Da, die, nee, die platzieren wir nicht. Ne, das tun wir uns nicht an. Okay, die sind alle da unten rechts unten gerade im Eck beschäftigt. Bis auf ein paar. So. Hier wollte ich jetzt mal. Eigentlich wollte ich ein bisschen mehr von den Büchern machen, aber ich habe kein Papier mehr. Und ich habe kein Wasser mehr. Es gibt Momente, da möchte ich einfach nur weinen. Nice. Damit haben wir die Deko freigeschalten. Vogel im Käfig, Porträt, Kuckucksuhr. Die Uhren wäre auf keinen Fall. Nee. Eher die Bilder und so Zeug. Also eher sowas. Aber da brauchen wir für beides Papier. Da brauchen wir schon wieder Wasser. Was wir nur hier oben haben.
Oder hier hinten am Arsch der Welt. Hä, du bist doch gerade. Ach, er, der Paladin. Ach, wer läuft denn da jetzt so überall rum? Okay. So, Jungs, Mädels, was machen wir jetzt? 15 Minuten haben wir noch. Ich würde sagen, ich soll mal hier unten das an sich hier weiterbekommen noch. Er hängt schon wieder. Kannst du dich einmal nicht hängen? Das wäre echt toll von dir, weißt du? Es schaut echt nicht aus, als ob wir hier Mithril kriegen. Es schaut echt nicht danach aus, als ob wir das hier kriegen. Mithril. Und er hängt schon wieder. Ich hasse ihn dafür. Dass er immer hängt. Der ist zwar echt eine gute Baumaschine so, weil er ist der Einzige, der die Blöcke hier unten wirklich mit Speed aktuell wegkriegt. Muss man ja ehrlich mal sagen. Das muss man ihm gestehen. Oder zugestehen. Er ist der Einzige, der hier mit Speed die Blöcke wegbekommt. Aber es bringt mir halt nichts, wenn er alle 5 Minuten irgendwo hängen bleibt. Dann macht er halt auch keinen Sinn. Wenn er ständig irgendwo hängen bleibt. Ich auch guck mal, hier sind wir durch. Wir haben hier unten im ganzen Stück nichts an Erze gefunden. Kein Mithril, nichts. Oh Gott, ist doch nicht dein Ernst. Nicht einmal irgendwo. Er hängt schon wieder. Ist doch. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht einmal irgendwo. Schaut doch nicht so aus, als ob hier irgendwo was ist mal. Und er hängt schon wieder. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Er ist dümmer als... Okay, ich habe echt gehofft, dass wir hier Mithril finden, vielleicht. Du kommst zurück. Und ihr könnt ja auch buddeln. Müsst halt nur von der Seite buddeln. Huch. So ein bisschen haben wir noch. Die schaffen es echt nicht. Kein Mithril hier mehr. Nirgends. Ja gut, hier unten dann. Aber da wird es schon schwierig mit der Block Resistance. Reicht schon, dass wir hier oben uns schon anfangen, zu zweit rumzukloppen. Gut, pass mal auf. Wasser sammeln. Sammelt mal hier das Wasser, dann fließt es nicht sonst wo rum. Dann bauen wir hier auf der Höhe nach links und rechts mal noch ein bisschen weiter raus. Die Gänge. Hier erstmal noch nicht. Ja gut, aber wenigstens die Steinchen hier. Gut. Chop. Chop, die nehmen wir noch mit. Zack. So. So. 7 Minuten noch. Und er hängt halt schon wieder.
Das ist das Nervigste überhaupt, dass der ständig irgendwo hängen bleibt, der Kerl. Das einzige Nervige an ihm. So, 6 Minuten noch. Und dass wir kaum Kohle haben, das nervt auch so ein bisschen, aber gut. Da können wir jetzt halt nichts für, da müssen wir einfach warten. Bis wir ein bisschen wieder was kriegen. Ich komme hier wirklich kaum voran. Vielleicht habe ich Glück? Nö, natürlich nicht. Aber ich habe noch eine. Eine können wir noch jemandem geben. Dir. So, du kriegst auch noch eine Mithril-Spitzhacke. Weil du netter bist. Und mir dein Gesicht sympathisch war. So, wir machen mal Fratzenkamera wieder an. Putz. Hallo. 5 Minuten. Das heißt, ihr geht nach Hause. Ihr müsst alle nach Hause. Oh, die Betten sind fertig. So, was haben wir denn noch ein bisschen an Deko? Können wir auch gerade einfach mal mitmachen. So ein Stuhl, okay, in so ein Stuhl, weiß ich nicht, einfach irgendwo so hingeklatscht, ist halt auch doof. Ein Wandteppich. So. Können wir doch hier noch einen hinpacken. Hier. So, haben wir noch ein bisschen Deko. Ein Rundspiegel. Ja, von mir aus. Hier. Pack ich mal da noch einen hin. Da. Hier. Oh, eine Vase. Hier hin. Sonst noch? Die Pendeluhr? Nein. Das mache ich nur, um die Dekoration hochzukriegen. Mehr nicht. Nur um die Deko hochzukriegen. Den Vogel platziere ich auch nicht, weil der wird bestimmt auch dezent nervig sein. Ein Weinfass. Oh, geil. Das mache ich. Ein Weinfass machen wir. Das könnten wir auch machen, weil Stahlschwerter brauchen wir auch nicht mehr. So. Düdüdüdüd. Er. Aber auch er. Geh nach Hause essen. Man schon nachhelfen muss, dass die Zwerge den Heimweg finden. Kommt vor 100% immer noch, also. Der geht auch nicht runter. Die Frage ist hier, ist ob hier hinter. Ja, hier hinter ist Erde. Okay. Also noch kein Ding. Da können wir gar nichts wachsen lassen. Weil wenn du auf der richtigen Höhe bist, kannst du natürlich im Hintergrund was wachsen lassen. Aber das spawnt halt dann auch Zeug. Du musst dann so Türme hin platzieren zum Schutz die ganze Zeit. Also Zombies und so spawnen da dann. Der andere soll ruhig unten bleiben. Der darf das. So. Goldäpfelchen. Schupp. Ihr geht in die Kampfbereitschaft. Neue Aufgabe. Wir haben die Forschung mit den Sperren noch nicht fertig gekriegt.
Finde einen Geheimraum. Es gibt viele verlassene Minen im Untergrund. Weiß nicht, ob ich befinde. Benutze den Kompasszauber, der dir die richtige Richtung anzeigt. Ich muss den Kompasszauber einfach mal benutzen, okay? Kriegen wir. Wo waren die Zaubersprüche? Hier. Der zeigt nichts an, der dreht sich im Kreis. Doch, hier. In die Richtung hier. Ist ein Geheimraum. Irgendwo. Ich glaube, das ist eher mein die hier. Ich sollte mal ein bisschen angreifen. Auch wenn die gar nicht durch die Luke kommen. Also gar nicht. Also muss man ehrlich sagen, durch die Mithrilwaffen ist es echt langweilig. Also nicht langweilig, sondern man schafft's. Guck mal, die rennen nicht mal mehr los zur Unterstützung. Voll aufgeräumt, hä? Komm, mach den noch. So. Ihr dürft wieder alles. Tschüpp. Viel Spaß, Jungs, Mädels. Ach, jetzt kommt er auch mal. Hat sich gedacht, vielleicht finde ich, vielleicht gab es ja doch einen Weg, wenn ich mal nicht stur gegen, nach oben gegenfliege. Vielleicht macht das Sinn. Ein Vogel im Käfig auf keinen Fall. Der wird mir bestimmt die ganze Zeit die Ohren voll zwitschern. Muss mal 4 Stück. Ich weiß es nicht, aber ich möchte nicht platzieren. Ich sag's einfach mal so. Gut, dann kriegen wir Meisterdeko auch noch Ding. Haben wir jetzt hier den Kompasszauber hier? Damit. Ach, ich soll den selbst finden erstmal oder was? Ja gut, das ist irgendwann ein Geheimraum. Die hier sind ja meiner Meinung mindestens bis jetzt unendlich. Das kommt noch. Eine Eisenbahn. Also bauen wir eine Eisenbahn. Meisterdekoration abgeschlossen. Ich glaube, das ist das Einzige, was noch wirklich einigermaßen Punkte bringt. Ein Tech-Tree Luxusdekoration. Aquarium. Oh, ein Aquarium können wir uns gönnen. Fertigen. Wo ist das Aquarium? Ich will das Aquarium. Aquarium. Auch wenn es wieder Wasser kostet. Einen Spiegel können wir auch machen. Ja, dann mach halt. Ich würde sagen, dann mach halt noch ein paar Lampen, aber wir haben kein Glas mehr. Das Aquarium gönnen wir uns. Das ist auch gleich fertig. Guck mal, das packe ich hier hin. Hier packen wir Aquarium hin und wir packen. Können wir noch ein Aquarium hinpacken? Hier packen wir Aquarium hin. Und wir haben ja auch noch hier die Spiegel gemacht. Die können wir auch noch wohin packen. Und da müssen wir erstmal auf Glas warten. Machen wir so einen Kronleuchter noch irgendwo hin. Irgendwo. Ja, gut, einen Kronleuchter will ich jetzt nicht irgendwo hin packen. Dass wir einfach im Tech-Tree noch ein paar Punkte kriegen. Vielleicht kriegen wir noch einen Zwerg. Wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir noch einen kriegen.
Dann bauen wir die Schiene hier einfach mal auf. So dass er halt sagt, hey, hier ist eine Schiene. Weil so oft werde ich dann hier eh nicht mehr. Also auf die Seite sind wir dann bis auf ganz unten eigentlich soweit abgeschlossen. Wobei ich mir überlege, ob wir trotzdem weiter runter einfach bauen, um noch mit Glück ein bisschen mehr Mithril zu finden. Dass wir dann ganz runterziehen hier auf der Seite, ist ja dann egal. Das ist ja der einzige Gedankengang gerade. Runtergehen, um noch ein bisschen Mithril zu bekommen. Mithril. So, den Block lasst da stehen. Er hängt halt schon wieder. Weil das glaube ich, nur wenn wir noch weiter runterkommen, gibt es das. In größeren Mengen noch. Denke ich. Bin mir aber nicht sicher. So, einen Spiegel. Pass mal auf, hier ist ja noch nichts. Hier packe ich mal einen Spiegel hin. Und ich packe hier mal. Ich packe. Hier mal einen Spiegel noch her. Dekoration. Schon wieder kein Glas mehr? Okay. Okay, wenn das so ist. Aber die Steine werden hier halt echt knackig. Wegen dem bisschen Mithril lohnt sich's nicht, denke ich. Das wäre komplett Verschwendung. Außer wir kriegen halt eine Schicht, wo echt einiges an Mithril drin ist. Wo ich ein bisschen drauf hoffe, tatsächlich. Komm, hilft nix. Bauen hier nochmal runter. Nochmal ein paar Meter weiter. Ein paar haben ja Mithril-Werkzeug schon. Haben das ja schon. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Dass wir noch ein bisschen was rausbekommen. Freuen würde ich mich ja. Dann müssen wir erstmal R-Block wieder hinpacken, weil sonst sind sie alle verwirrt. Wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da hin? Sag mal, wie komme ich da hin? Ihr dürft hier noch ein bisschen rumbuddeln. Zwei chillen oben. Ich glaube, die produzieren ganz brav. Da haben wir das Wasser raus. Das war ja so. Das ist ja schon der Plan B, in die Richtung weiter zu ruppen. Trotzdem kein Plan, wie sie irgendwo hinkommen, hä? Ich habe einfach schon Plan B da hinzugehen. Hoffen mal, dass Plan B funktioniert. Zur Not. Es fehlt noch viel Mithril. Fehlt nicht gerade wenig. Aber die buddeln hier eigentlich ganz schön trotzdem, auch wenn es, man sieht, deutlich mehr Arbeit mittlerweile ist, für die, irgendwo noch durchzukommen.
Aber naja. Müssen wir durch. Warte. Hier ist Mithrilia schon in den Steinen so mit einer Chance drin. Oh, da müssen wir. Ja. Habt ihr das gesehen? Also es war ein normaler Stein und ist rausgefallen. Auch wenn ich es ungern mache, aber dann müssen wir hier schon rum. Um Tempo drauf zu kriegen. Für die Kollegen. Hier ist es ja so schon im Stein. Kann ja schon drin sein, zu einer gewissen Chance. In dem. Genauso wie das Eisen in dem Stein drin ist. Oder Silber und sowas. Ah ne, das hat er ja gespawnt. Okay. Silber und sowas haben wir ja. Wollte ich jetzt noch irgendwas Dekomäßiges bauen? Oh, wir hätten noch ein Blumenbeet. Weiß nicht, wo wir das herhaben, aber wir haben's. Ich hab keine Tesla-Türme. Zack. Damit haben wir Luxusdekoration dann fertig. Tschüpp, machen wir das Blumenbeet hin. Damit haben wir Luxusdeko fertig. Das letzte. Zumindest hier hinten, was noch kein Mithril braucht. Wir könnten hier, was hätten wir denn hier? Zauberexplosion, Elixier des Eispfeil, Elixier der Wandlung. Wächter finden. Das sind die Portalwächter. Zauberexplosion. Was ist die Zauberexplosion? Feuerball. Portalzauber, Zauberlicht. Wo ist eine Zauberexplosion? Die ist cool. Oh, die ist ganz cool. Eigentlich genau das, was ich erwartet hatte. Ich glaube, mit dem haben wir es. Nee, haben wir nicht fertig. Die ist aber auch teuer. Ja, okay, ich habe sie auch hier unten eingesetzt. Aber die ist teuer. Können wir wirklich dann irgendwo hier oben machen. Wir haben ziemlich viel Gold. Ich wollte ja eigentlich die Dinger bekaufen. Ich habe hier schon wieder keinen Platz mehr. Weil ich alles andere reingebaut habe. Es wird nicht besser. Es wird immer schlimmer. Mit dem, was ich mache. Egal, was ich mache, unsere Ressourcen werden nicht besser. Tatsächlich will ich nicht weiter runtergehen. Da wäre mal Schluss. Ich würde eher mal nach rechts gehen hier. Davon haben wir... Können wir ein bisschen was machen? Aber das ist aktuell nicht das, was ich möchte, sondern das, was ich eigentlich möchte. Ist, dass wir mal hier... Einfach mal den Stein hinsetzen, damit ich hier oben die Decke austauschen kann. Ich hätte jetzt mal gesagt, genau auch halt so weit, wie der Stein hier ist. Oder warte, nee. Stopp. Ich mache das lieber noch ein bisschen tiefer. Ja, wobei, dann packe ich hier trotzdem Stein hin. Doch, wir packen hier Stein hin. Baue Blöcke. Machen hier noch ein bisschen den Steinschutz effektiver. Und dann machen wir das hier. Ich glaube, das ist auch doof. Da feuern gerade Kanonen.
Dann mache ich erstmal den Deckel drauf hier fertig. Warte mal. Düt. Wo ist unser Stein? Gedöns? Hier. Hintere Blöcke austauschen. Oh, ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Das ist ja ärgerlich. Da bauen wir hier eigentlich noch ein bisschen größer. Um, so an sich. Hier den Raum vielleicht dazu zu gewinnen. Also wirklich hier so. Als noch tiefer zu gehen. Eher mal so nach rechts erweitern. So, ihr seid hier unten immer noch, ja, gut beschäftigt. Ich sehe, dass hier was ist, aber ich sehe nicht was. Jetzt hängt er da oben fest. Ey, du bist aber auch ein Held, hä? Du bist ein Held, das darfst du keinem erzählen. Packt man hier mal ein bisschen das Mana-Zeug rein. Mein Kaffee ist schon wieder leer. Ich liebe halt einfach Kaffee. Morgen weiß ich nicht, wie wir streamen, übrigens. Wie immer halt. Ich bin halt da immer sehr, 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 sehr spontan. Neue Abonnenten. There's a free token waiting for you for your next adventure. Okay. Ich weiß schon wieder, wer gespawnt ist. Wieso folgen einem immer so viele Fake... Okay, so viele Fake-Accounts sind es gar nicht, aber es sind schon wieder einige Fake-Accounts. Wer bist du? Mir folgt jemand. Wo definitiv kein Fake-Account ist. Aber ordentlich freizügig auf ihren Instagram-Account ist, was ich nicht schlimm finde, weil Leben und Leben lassen. Jeden sein Seines. Okay. Cool. Also da bin ich grundsätzlich so, leben und leben lassen. Jeder trifft für sich selbst die Entscheidungen. Und unabhängig von anderen Menschen, ganz einfach. Wenn einer Bedürfnisse oder wenn eine sich freizügig ergeben möchte auf Instagram oder einer auch von mir aus, soll doch einfach machen. Wer ist denn jetzt eigentlich das dritte Geschlecht? Diverses, gell? Einfach um. Das klingt so nach dem Prinzip, wir decken einfach mal was ab. Damit einfach mal abgedeckt ist. So klingt es nach dem Prinzip. Aber ich bin da auch nicht betroffen. Muss ich auch ehrlich sagen. Ich bin da halt einfach nicht betroffen. Ich zähle mich jetzt halt nicht unter divers. Aber es klingt halt meiner Meinung nach sehr krass nach. Machen wir einfach, um abzudecken. So klingt es halt einfach. Gefühlt. Also ich werde noch ein paar Steinmetzdinger machen und ich würde gern vielleicht hier unten auch nochmal austauschen zu Stein. Weil ich ja gesagt habe, es ist dann der Rand. Dann bauen wir eher mal nach links und rechts eher ein bisschen aus, als weiter hier runter. Hier, nur hier fehlt es gerade hinten gerade.
Ich hoffe, das wird bald gemacht, weil 18 Minuten haben wir noch. Du hast angegriffen. Ja, irgendwo werden wir immer angegriffen. Komm, irgendein Steinmetz muss mir das mal machen. Miau. So. Weihnachtsgeld. Nur noch 8 Monate. Ich weiß gerade nicht, wie ich da drauf kam, aber hey. Nach 8 Monaten ist Weihnachten. Sollen sie machen. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwann durchkommen. Ja, komm schon, irgendein Steinmetz wird sich doch mal jetzt mal finden, der hier irgendwas macht für mich. Bitte. Er läuft hin und guckt nur kurz. Ja, da wäre was zu tun. Er trainiert. Dann mache ich aber hier unten weiter. Vielleicht fühlen sie sich gerade beobachtet und sind schüchtern und wollen nicht so. Kann ja sein. Na, guck mal. Ah, hier ist ein bisschen Methylerz. Er hängt wieder gegen den Block. Er läuft wieder gegen den Block. Sind jetzt? Immer noch nicht. Ob wir genug Kanonenkugeln noch haben? Bestimmt, hm? Wenn, dann ist es auch egal. Na komm schon, ein Steinmatz. Ein Steinmetz wird sich finden. Oder? Einer muss doch mal. Jungs. Gerade irgendwas umgefallen? Es klang gerade, als ob irgendwas umgefallen ist hier. Ja gut, jetzt werde ich es nicht mehr hören, aber so, als ob was wegrutscht und dann umfällt. Ich habe hier nichts gegen die Wand gelehnt. Ernsthaft, will das keiner machen? Nicht genügend Ressourcen im Lager. Ja, ich weiß. Das macht mich auch traurig. Dass keiner von denen irgendwie weiterarbeitet und der ewig trainiert hier. Was achtet der Paladin? Wir warten auf Stein. Wir warten auf Stein. Warten, 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 dass ein Steinmetzstein kloppt. Ich glaube, wir warten lange. Ich vergesse doch nur, dass ich hier das noch nicht habe. 54. Es ist was produziert worden. Muss wieder ins Lager natürlich. Danke. Hinten. 10 Minütchen noch. Ich hasse ihn. Und wenn ich es 5000 Mal sagen muss. Er muss es verstehen. Er muss es verstehen. Und irgendwann akzeptieren, dass ich ihn hasse. Blauer Kristall ersetzen, Methylerz ersetzen, Methylerz ersetzen. Hi! So, hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Methylerz rausgekriegt haben, aus den normalen Steinchen, damit wir denen mit die Spitzhacken geben können, damit die ein bisschen schneller werden. Aber die Defense, wo sammeln auf die letzten, auf High-End-Equipment in dem Spiel. Und bei dir? Hoffen wir mal einfach. Hast du schon einen Moderator? Ja, ich habe mehrere. Ansonsten, ich kann immer noch rausklicken und, auch Zeug machen. Buch des Magiers, okay, da können wir auch noch.
kann ich auch einer sein. Also meine Moderatoren sind genau ausgewählt. Also die, was in Ordnung sind, kriegen Moderator. Also ich kenne dich nicht. Kannst ja auch Blödsinn damit machen. Deswegen, nee, so einfach nicht. So, wir machen jetzt hier erstmal die Blöcke noch Ding. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit, bis es soweit ist. Und wir können hier oben auch den Stein erstmal so hin platzieren. Bis hier hinter. Machen wir aber die hinteren Blöcke auch mit. Ich habe an sich nicht viele Moderatoren hier. Und weil ich halt einfach in der Lage bin, hier, zack, schon bin ich draußen. In den meisten Spielen kann ich halt wirklich innerhalb von einer Sekunde rausklicken, wenn irgendwas ist. Daher brauche ich auch nicht wirklich Mods. Ich würde ja gern... Was? Ach, da kam gerade einer dazu. Ich war gerade voll verwirrt. Ach, die arbeiten endlich mal. Ach, das ist ja mal was Schönes. Finde ich ja schön, dass sie sich auch mal entschlossen haben zu arbeiten. Hier das noch weg. Und hier müsste dann ein Block wieder hin, weil sonst kannst du, können sie hier nicht weiter bauen. Der kann noch weg. Der Paladin ist kampfgeil. Der ist echt kampfgeil. Aber ihr geht jetzt alle nach Hause. Denn in 5 Minuten ist soweit. Jetzt würde ich gerne mal euch durchklicken, wen es von euch denn nicht so gut geht. Du hängst, bleibst da hängen. Bitte, für immer. Ups, das war nicht cool. Ausruhen. Der Paladin ist echt kampfgeil. Der macht nichts, gefühlt nichts anderes außer trainieren gerade seit Ewigkeiten. Mir geht's allen gut. Bis auf der Robo, der wieder hängt. Er ist nicht schlau. 248 Goldmünzen haben wir. Für ihr... Natürlich eskalieren die Preise dann, das wären dann 640. Aber rein theoretisch könnten wir, wenn wir hier hinten, also ich möchte gern das Portal haben, ich möchte gern die Magiedinger hier erstmal haben, also den hier, zweimal oder dreimal, den hier ein paar Mal, das hier wird hinfällig, weiß ich nicht. Wo ist denn der Seelentopf? Da gab's doch irgendwas mit Wiedergeburt. Oder konnte ich den craften? Habe ich das jetzt eigentlich fertig? Luxusdeko? Ja. Da gab's doch irgendwas mit Wiedergeburt oder war das was von mir zum Craften? Er hier, genau. Wir brauchen ein Drachenei. Das verbesserte Portal. Könnten wir uns auch... Nee. Können wir uns craften. Dann können die schneller noch von oben nach unten kann durch einen Spielerzauber... Spezialzauber Portale zu Biomen und mehr Spielern öffnen. Mehr Spieler spielen? Also das war es damals schon drin gestanden, gell? Und ich hatte es, da gab es das DLC noch nicht. Drachenei, das war kurz vom DLC. Drachenei. Woher kriege ich das Drachenei? Den hätte ich gern. Also was zum Craften. Das Drachenei hätte ich gern. Die sollen aber, solange noch kein Kampf herrscht, ein bisschen schmelzen. Gold brauche ich gerade nicht, Silber brauche ich gerade nicht. Deswegen würde ich es nicht nur ungern gerade schmelzen und mir die Kohle eher behalten, weil ich glaube, davon haben wir nicht viel. Dass wir die eher mal für uns behalten. Noch.
bevor wir das sinnfrei vergeben, solange wir da noch was haben. Nichts mehr zum Essen? Das ändern wir doch. Guck mal, hier gibt's Goldäpfelchen für euch. Aber auch nur, weil ihr die ganze Zeit die ganz fleißig sammelt. Schon wieder alles leer gefressen, ha? Huh? Ich mach mal eine Semmel. Hat sich unser Magier gedacht. Ich mache jetzt einfach mal eine Semmel. Und ein Brötchen. Ich glaube, ein Brötchen ist es bekannter. Oh, in der Zeit können wir hier jetzt auch schon mal... Bist du jetzt wieder gegangen? Gerade? Wenn ja, verstehe ich es noch weniger. Eine Frage gerade. Man kommt doch nicht einfach in irgendeinen Chat rein. Fragt zum allerersten Mal, wenn man zum allerersten Mal da ist, darf ich Mod werden? Also, weil, hast jetzt nicht unbedingt einen Namen, der mir was sagt, den ich schon mal hier gesehen habe. Daher. Okay. Er ist echt wieder gegangen. Ja, kann man machen. Vollkommen legitim. So, wir haben wieder Portale. Die kämpfen gerade ein bisschen ganz entspannt. Kampfbereitschaft, Putz. Aufheben. Oder halt auf... Also die kämpfen halt wirklich die ganze Zeit so. Jo. Angriff. Was ist denn das für ein Geräusch? In meiner Wohnung gibt es komische Geräusche. Ich würde die mal kurz wieder zusammensammeln. Vor allem er. Wie du kennst, siehst den Weg nicht. Ausruhen. Bleiben die ganzen Zwerge. Die hören immer wieder auf, hier raufzukommen. What the hell? Die hören immer wieder auf, hier raufzukommen. Da drüben buddeln eh nur noch rum. Den greift er mal hier so runter ein bisschen an. Da könnte noch ein bisschen hier. Die gehen schon wieder auf den Rückzug. So. Goldmünzen gab es mal keine, ne? Jetzt muss ich mal hier mal mit dem Ohr mal auf frei bleiben, ist es. Irgendwas ist hier komisch. Hier gibt es Geräusche, die kenne ich nicht. Putz. Müssen wir ja ein paar Mal. So, 260 Münzerlass. Normale Einstellung. Dürft wieder machen, was ihr wollt. War trotzdem einer Stein hingebaut. Da kann ich doch die ganzen Türen eigentlich abreißen. Mal so gesprochen. Und die müssen jetzt erstmal noch ein bisschen hantieren. Hier unten war jetzt halt eigentlich auch nicht mehr viel. Das war mal sauweit durch. Bis hierhin halt mal wieder. Ein bisschen Mithril haben wir bekommen. Da können wir hoffentlich ein paar Spitzhacken mit craften. 4 Stück. Ist jetzt nicht viel, aber es sind 4 Stück. Mal andere Frage, was habt ihr denn an sich noch schlechtes Zeug? Ja, wenn, dann gehen wir jetzt komplett auf Mithril hoch. Nicht irgendein Gold oder sowas noch zwischenzeitlich kommen. Das lohnt sich dann nicht mehr. Wobei, ich glaube, von unserem Geld könnten wir uns
15 kostet's? 35 kostet das. Silber hätten wir ja. Wir könnten uns verdammt viele Mithrilbahnen kaufen. Aber nicht, dass sich's lohnen würde, hätte ich jetzt mal behauptet. Nicht so wirklich. Und der letzte Steinblock, den setzen wir dann auch gleich noch hier hin. Schupp. So. Guck mal. Dann haben wir das hier langsam auch so ein bisschen. Hier wollte ich ja auch. Zack, dass wir hier auch einen richtigen Steinding hier hin haben. Kann ich da noch ein paar machen? Ja. Oh, nicht mehr so viele. Dann habe ich wieder kein Wasser. Nur mal Wasser. Machen wir es erstmal hier drüben. Pack halt die Fackel dahin. Guck mal, da kommst du einen Meter weiter. Jetzt hat. So, wir rüsten die Spitzhacken, die vier Stück, die wir haben, gleich aus. Jupp. Jupp. Wir kriegen bald einen neuen Zwerg. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 Stück bräuchte man noch, beziehungsweise dann halt 10. 10 einfach aus dem Grund, wenn wir dann den haben. Mhm. Ja, zumindest schon mal die hinteren Blöcke. Dann haben wir nichts mehr. Oder halt auch nicht mehr viel. Brauchen wir wieder Wasser. Wasser sammeln. Wasser sammeln. Warum will er das nicht? Komm, wir müssen ja hier echt mal ein bisschen Wasser sammeln wieder. Außer es ist halt gleich weg. Wir haben halt nirgends mehr irgendwo, außer hier hinten wirklich, oder hier oben das riesige Ding, wo Wasser drin steht. Hier können wir noch, guck mal, da können wir noch Wasser sammeln. So, kommt, sammelt mal Wasser, Jungs. Das wäre toll. Hier auch noch Stein. Dann bauen wir jetzt nach und nach, also bauen wir hier noch einmal so eine Schutzschicht rein. Hier unten ist jetzt, denke ich, auch nichts mehr. Gut, hier können wir wieder einen Stein platzieren. Baue Stein. Können wir hier wieder ein Stück weiter vorgehen, aber nicht, auch nicht mehr so weit. Jo. War das innerhalb der Base? Die Holz kann ich nicht einfach so austauschen. Das Holz, den kann ich nicht einfach so austauschen. Ich hoffe, wir kriegen da jetzt noch ein bisschen Wasser zusammengesammelt. Dass wir noch ein bisschen von der Steinmauer machen können. Aber so wie es ausschaut, ist es gleich weg. Das wäre nicht toll. Wir kriegen noch ein bisschen zusammen. Ein bisschen Wasser haben wir. Also, wie schaut denn jetzt unser Tech-Tree da hinten aus? Wir haben noch die bessere Deko. Und eigentlich nur noch die Mithril-Sachen. Bewaffnung. Und halt Rüstung.
Gut. Ist nicht viel. Was kann das Buch? Das können wir jetzt auch mal gucken, was das Buch kann. Da schauen wir uns mal an, was, so ein was das Mithril-Buch kann. Das ist nur für ein Meisterbewaffnung-Buch. Technologie. Diese Forschung hilft dir dabei, ausgewählte Technologie schneller zu verarbeiten. Machen wir doch mal. Dann kriegen wir Meisteralchemie nicht auch voll. Da gibt es auch das Buch für. Dann kriegen wir nochmal zwei Stück voll. Was ja schon mal ganz cool ist. Wer hing da wohl wieder? Wer nur? Wer könnte das gewesen sein? Dann lasse ich es hier mit Holzmauer. Mache ich hier zwar eine Steinabschlusskante, aber wir machen ein Ding, weil ich kann, will nicht hier alles nochmal abreißen. Für. Darauf habe ich keinen Nerv. Oder keinen Nerv. Meisterbewaffnung. Fertig. Ach, dann kann ich das Buch gar nicht mehr herstellen? Ach, das Buch ist nur dafür da, um es herzustellen? Und dann ist es ganz weg. Ja, okay. Ich habe wieder kein Wasser. Aber ich habe was anderes gesehen. Wir haben keinen Stahl? Und keine Kohle. Aber wir haben jetzt mal ein bisschen Holz. So blöd, wenn ich... Das ist so blöd von mir, wenn ich es gerade mache. Wenn ich eigentlich gerade Holz gleich brauche. Was mache ich damit? Natürlich, was anderes. Egal. Dann kriegen wir jetzt, das ist fertig. Die Lornbahn wollte ich eigentlich auch noch irgendwo bauen. Portalteile gleich fertig. Hilft ja nix. Da sind wir eigentlich durch mit dem Stein, gell? Das heißt, ich brauche jetzt wieder Holz. Und davon brauchen wir vieles. Ganz viel. Denn... Hier brauchen wir überall die Rückwand. Chup, 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 chup. So. Also nicht nur die Rückwand, sondern auch die Zwischenebenen. Außer wir haben nichts mehr. Da würde ich aber gern trotzdem noch ein bisschen was zumindest machen. Um die Reihe hier fertig zu kriegen. Gut, Holz wird ja gerade eingesammelt. Kann ich ja mal kurz ein bisschen helfen mit den Kollegen hier oben. Die sammeln dann schon ganz schön fleißig mit ein. Hier überall so ein bisschen. Da können wir das auch noch wegmachen. Die normale Nacht juckt uns halt immer noch nicht. Ja. Schub, Erde ersetzen.
So, es wird ja Holz gerade eigentlich gesammelt, deswegen können wir hier auch weitermachen. Brrrp. Wundertoll. Dann wissen wir, dann haben wir bis zu unserem nervigen Helden schon mal alles ersetzt. Überleg gerade, machen wir noch dann 2 Stündchen ran? Ist halt dann eh schon spät. Nicht mehr, oder? Nicht mehr. Oder? Es ist halt unter der Woche. Weißt du? Würde ich eher schon, dass ich eher ein bisschen produktiv bin, lieber in der Zeit. Ich habe noch ein paar Sachen für den YouTube-Channel, den ich dann machen müsste. Also halt Folgen fertig und so Gedöns. Das hätten wir noch. Oder das hätte ich noch. Und meinen Schlafrhythmus vielleicht wieder dabei ein bisschen kaputt machen. Wäre auch eine schöne Sache. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Vor allem mal wieder was Neues. Ich lasse euch aber mal kurz eine Sekunde allein, weil ich muss ganz dringend auf die Toilette. Jo, 30 haben wir noch, 30 Blöckchen. Hier haben wir noch viel, viel mehr. Da kommt dann das neue Magie-Ding hin, ha? Das neue Magie-Gedöns. Oh oh. Angriff. Gleich auf Angriff gehen. Sind wir ehrlich? Kriegen wir weg. Vor allem jetzt, wovon alle ziemlich nah stehen. Bis auf die, für die wir den Weg wieder nicht finden. Aber das soll uns egal sein. Die paar, die hier oben rumstehen, die machen den platt. Oder die machen die platt. Das sind ja wirklich nicht mehr viele. Den Damage haben wir. Dass sie nicht. Ja? Ich weiß nicht, wohin. Wo muss ich hin? Kannst du mir sagen, wo ich hin muss? Den Weg verloren. Ich find mich zu Hause nicht mehr zurecht. Hilfe. Ja, Zwerge, genau so seid ihr für mich. Hintere Blöcke ersetzen. Erde ersetzen. Komm, machen wir auch hier. Hier habe ich sie ja komplett. Dann kann ich. Oh. Dann muss ich die Türen euch natürlich mal wieder aufmachen. Ach so, ihr seid wieder nicht hinge. Das kann sein, weil die Tür zu war. Oh, da ist wieder was gespawnt. Wie er sich da hinten halt die ganze Zeit rumgräbt. Aber hier, der macht mega viel Kohle dabei, gell? Wenn er sich hier rumgräbt. Und Eisen und alles. Soll mir egal sein, soll er sich hier hinten rumbuddeln. Wir sind ja da hinten noch nicht. Oder wir hantieren ja da hinten momentan nicht. Deswegen soll es mir echt egal sein, soll er da einfach rumbuddeln. Hintere Blöcke ersetzen. Warum ist hier nicht? Erde hinten ersetzen. Haben wir noch ein bisschen? Holz wieder? Ja, nicht viel. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen eingesammelt. Da könnte noch ein bisschen sein. Noch ein bisschen liegen. Ich hoffe halt einfach drauf. Dass er das macht. So, gucken wir mal.
Da müssen sie oben noch die Steinchen austauschen, trotzdem. Weiterhin die ganze Zeit, bevor wir dann hier noch zubauen können. Aber wir können die Rückwand eigentlich auch gleich mal markieren. Ich würde nicht sagen, dass sie zu viel gerade zu tun haben. Haben sie ja eigentlich auch überhaupt gar nicht. Ich würde sagen, die stellen sich nur mal wieder an. Die letzten Deppen. Um hier überhaupt was zu machen. Weil guck mal, da ist das Lager. Die haben einen massiv kurzen Weg eigentlich. Bestimmt wieder Nacht. Das Spiel überreagiert überhaupt gar nicht, wenn Nacht ist. Kein bisschen. Flop. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben, finde einen Geheimraum. Ja, den müssen wir auch noch finden. Repariere das Portal. Okay. So, Meisterrüstung haben wir noch. Baue eine Eisenbahn. Die wollten wir ja auch eigentlich bauen. Die machen wir jetzt auch mal. Ich weiß noch nicht, wo das Zeug ist. Reicht es, wenn ich die vier Schienen hier platziere? Machen wir mal ein paar mehr. Oh Gott. Okay, also da gehen sehr schnell viele Schienen. So. Räumen wir mal hier hinten für die Eisenbahn weg. Machen wir mal eine Eisenbahnstrecke von da nach da. So. Mal von hier nach hier. Ich habe keine Ahnung, wie. Haben wir noch, habe ich noch nicht gemacht. Aber ich will die Erfahrungspunkte. Dann kriegen wir unseren 19. Zwerg. Ah, da ist... Ach so, da will ich ja gar nichts abbauen eigentlich. Egal. Zu spät. Zu spät. Da wollte ich hinbauen. Nee. Da will ich... Warum übersehe ich denn sowas? Bin ich so doof? So, das muss aber weg. Hier noch. Die sammeln noch fleißig Holz ein. Komm, ihr kriegt noch mal ein paar zur Unterstützung. Wenn die unsere neue... unseren Anbau ausbaut. Mit Stein geschützt. Ich bin froh, dass ich diesmal die Goblins gesehen habe. Mit Stein geschützt. 48 Schienen haben wir. Machen wir mal. Die sind echt am Hantieren hier. Wisst ihr was? Ich bin da mal ein netter Mensch. Und gebe euch statt Goldäpfel mal ein bisschen Tee, dann seid ihr mal ein bisschen schneller. Ihr seid mal so lahmarschig gerade. So, hier. Zack. Und jetzt gebt mal ein bisschen Stoff, Jungs. Schnappt euch den Tee. Wir haben doch nicht ewig Zeit hier. Wir wollen ein Häuschen bauen. Ich weiß nicht, wo sie die ganze Zeit noch hinrennen, außer vielleicht hier hinter, um noch ein bisschen Holz zu sammeln. Dass ich jetzt mal abbreche, weil das ist echt weit weg. Boah, dafür die hier wieder hinpack. So. Zack. Ah, Mensch, Jungs. Ihr wart schon mal fleißiger, ihr wart schon mal schneller. Jetzt rennen sie wenigstens alle. Ein bisschen meckern, ein bisschen Tee hinstellen, schon sind sie schnell. So, ihr müsst aber trotzdem noch so... bisschen habt ihr noch. Ich pack dann hier einfach eine Lore drauf und dann hoffe ich einfach mal, dass es als Eisenbahn zählt, ha? Huh? Klingt das nach einem Plan? Schon, oder?
Was ich nicht verstehe, ist, warum die hier die ganze Zeit oben rumlaufen, obwohl hier halt eine Tür ist und hier eine Verbindung gegeben ist. Guck mal, die laufen hier immer oben rum. Ich muss die Zwerge nicht verstehen, glaube ich. Einfach gern haben. Wie viel fehlt denn noch? Okay, es wird noch verdammt viel bis zum nächsten Level. Da reißen die 200 Punkte für das auch nicht raus. Okay, also dann haben wir, gut, dann haben wir 19 Zwerge. Müssen wir auch dazu sagen. So. Dann haben wir 19 Zwerge. Da habt ihr halt immer noch nicht alles fertig gemacht, ey. Dann nehme ich die Lore. Als nächstes, wenn sie die Strecke fertig haben, weil das wird noch dauern. Noch lange dauern. Noch zu lange dauern. Warum rennt jetzt zum Beispiel hier unten einer gerade rum? Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Oder hier hinten? Hier sind ja keine Aufgaben mehr da. Also hier unten sind aktuell keine Aufgaben mehr. Jetzt wieder, aber sonst nicht. Und die haben Probleme mit der Wegfindung. Ich weiß nicht, wo sie hinwollen, aber die finden den Weg dahin nicht. Immer wieder. Zeigt's mir auch nicht an, hier, ich will irgendwo hin, wo ich nicht hinkomme. Zeigt's mir halt auch überhaupt nicht an. Daher. Keine Ahnung. Mal die Tür auf, vielleicht wollen sie irgendwas hier. Ich habe keinen Plan. Irgendwas wollen sie auf jeden Fall. Pack mal die Lore da drauf. Kriegen wir vielleicht die Eisenbahn damit frei? Oder gibt's hier irgendwas anderes als, Lore auf Schienen können Zwerge rasanter horizontal durch die Minen transportieren. Baue eine Eisenbahn. Repariere das Portal. Ah, da haben wir auch noch. Da haben wir extra vorhin Stahl gemacht für. Oh, wir haben kein Methril mehr. Scheiße. Ach Mist. Da fehlt noch ein bisschen was. Vor allem jetzt ist gleich wieder so weit, dass wir nach Hause müssen. Nach 5 Minuten sperre ich sie ja immer zu Hause ein. Ich würde sagen, das machen wir auch noch. Die eine Blutnacht da. 99, warte mal, stopp. 9908. Ach so, das ist viel mehr Erfahrung. 193.000. Ich habe gedacht, das sind jetzt 200, aber so viel? Hey, ich habe schon ein Mithril-Schwertchen für dich. So. Wobei ich ja eigentlich nur mal Magier wollte. Ne, den haben wir schon gemacht. Dann Kommando zurück. Hab ich schon. Hab einen Helm für dich. Das habe ich für dich. Die Schuhe habe ich für dich. Und hier hinten, guck mal, Rucksack haben wir auch schon für dich. Und ein Schild. Schau mal, ha? So voll ausgestattet. Du kriegst Bergbau. Jäger hast du ja schon. Also nimmst den Jäger mit dazu. Und dann kriegst du einfach mal 4 Bücher mit Steinmetz. Jetzt bräuchte man mal noch einen. Habe ich noch einen Magier? Ich habe hier. Du bist ein Magier. Kriegst ein Magierbuch. Auch wenn das noch nicht viel bringt. Jetzt brauchen wir einen Bogenschützen. Du hier. Zack.
Ein Tischler noch, oder? Tischler. Du bist Tischler. So. Perfekt. Das waren viele Erfahrungen. Ja, schon schnell von links nach rechts, aber... Wann will ich von links nach rechts? Schnell. Ja, höchstens wenn wir hierher. Hier würde es Sinn machen. Hier würde es echt Sinn machen. Hier. Wenn wir schnell hierher wollen, um da zu kämpfen. Ich hab schon wieder nichts mehr zum Essen. Wollt ihr mich verarschen? Voll viel hingepackt. Okay. 4 Minuten, ihr geht jetzt alle nach Hause. Alle. Weil ihr halt alle mega nah zu Hause seid. Ich geht nicht nach Hause, komm. Scheiß drauf, ihr seid eh alle fast zu Hause. Könnt ihr ganz normal weitermachen. Ihr chillt eh alle zu Hause. Oder halt in der Nähe der Heimat. Dass das hier so lange dauert, ist es so viel, was ich auf einen Schlag markiert habe. Irgendwie geht es halt echt nicht voran. Da kommst du hin von oben. Gucken wir mal, ob sie es uns langsam auf die Kette bringen oder nicht. Da guck mal. Das können wir das jetzt mal in Aktion sehen bei ein paar Gegner. Langweilig. Hatte ich mehr erwartet. Oh, wir haben 230 Mana. Könnten wir ja eigentlich die Explosion nutzen. Müssen sie eh machen. Ne, Meisteralchemie haben wir voll. Müssen wir nicht mehr machen. Haben wir übers Buch voll gekriegt. Dann packe ich meinen Feuerball wieder rein. So, ja, langsam aber sicher wird's. Jetzt geht ihr aber alle mal nach Hause und wir gehen alle auf die Kampfbereitschaft. Da habe ich jetzt einfach nur Just for Fun eine Fackel gepackt. Da kommen sie schon. Da bauen sie da hinten wieder rum. Es gibt doch einen Zauber, mal bevor ich den mache. Es gibt doch einen Zaubersammlung. Okay, das ist auch cool. Regen oder Schnee? Komm her. Benutzt, um die Zwerge in der Nähe sofort an den angegebenen Ort zu führen. Oh, cool. Hierhin. Hierhin. Oder halt auch nicht. Hä? Warte mal. Shift, Rechtsklick. Mach ich. Oder kommt keiner her? Es kommt keiner her. Jetzt ab. Nee. Kommt irgendwie gefühlt keiner her. Okay, jetzt, wo buddeln sie sich denn jetzt rum hier? Warum buddeln die sich da auf einmal durch?
kommt die Armee auch mal her. Ich habe vergessen, sie diesmal ins Bett zu legen. Tatsächlich. Muss ich sagen. What the hell, was buddeln sind diesmal rum, die Kollegen? Also diesmal sind sie buddelfreudig geworden. Diesmal waren sie buddelfreudig. Aber ordentlich buddelfreudig. Da soll schon Erde hin. 999. Das heißt nicht, dass wir 1000 haben. Es ist genau 999. Sammeln wir mal ein bisschen ein, dann kann ich nämlich hier was hin platzieren. Wunderbar, danke. Tatsächlich, die 1000 Steine haben wir ewig schon nicht mehr bekommen, ha? Huh? Oder die 1000 Erde. Stopp. Immer noch nicht. Halt einfach immer noch nicht. Kriegen wir dann noch ein bisschen zusammen? Oh ja. Auf jeden Fall zumindest dann auch hier noch den Boden fertig. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Endlich. Noch ein Boden. Komm, das schaffst du. Sorry. Diesmal haben sie aber echt gefühlt irgendwelchen Müll zusammengebaut. Oder zusammengebuddelt. Die, Gegner. Also, wollen sie diesmal rumgebuddelt haben? Hä? Achso, ich wollte hier drüben die Schiene bauen. Wieso ging das gerade eben und jetzt wieder nicht? Das können wir ja noch markieren. Hier. Soll die Schiene her? Dü. Machen sie schon. Pack mal auf der Seite die Schiene hin, weil wenn wir wirklich mal da hingehen sollten... Oder was voraussichtlich wird es passieren, wenn wir die das Piratenschiff ein paar Mal öfter machen, kriegen zum Goldfarmen. Und dann kriegen wir da ein bisschen was. Und dann kriegen wir die Zwerge auch so relativ schnell darüber. Hm? Wo waren denn die Schienen jetzt? Halb bis knapp vor dem Lager, dann können wir den hier, dann kriegen wir die Zwerge hoffentlich ziemlich fix hierher. Dass die da einfach die ganze Zeit weitermachen, bevor sie hier mal irgendwas fertigstellen. Die letzten paar Sachen. Dann haben wir die neue Heimat hier fertig. Oh, sag nicht, das reicht fast. Das hätte echt fast gereicht. Das waren viel zu viele.
Das waren viel zu viele. Würde ja auch so zwischendrin mal Sinn ergeben. Dann eigentlich. Nicht genug Ressourcen im Lager. Ja, die kommen jetzt, hoffe ich mal. Ach, mit der Spinne hat er sich geprügelt. Ich immer dachte, was hat er denn jetzt? Wenn ich mal denke, wie weit das anfangs hier weg war. Jetzt haben wir unsere Base bis zu dem freundlichen Kerlchen hier. Die bauen gerade lieber die Spinnenweben ab, als irgendwas Sinnvolles zu machen. Oder also irgendwas anderes zu machen. Ja gut, aber wenn ihr wollt, macht doch das, worauf ihr Bock habt. Ich habe da eh, glaube ich, schon lange nichts mehr zu sagen bei euch, hä? Ach, die wollen hier die ganzen Ressourcen mit einsammeln, wo der eine die ganze Zeit rauspackt, rausschmeißt, hä? Eigentlich ist es doch eingestellt, dass alles, was nah an der Base ist, mit höherer Priorität gemacht wird. Nah an der Base. Am Ende der Map. Also richtig nah an der Base halt. Also näher geht nicht mehr. Aber hey, wir haben wieder 13 Schienen. Anscheinend gehen die echt schnell zum Craften. Ist doch nicht dein Ernst. Weil dann kommen die hoffentlich ziemlich schnell hier hinter. Dann müssen wir noch ein paar Loren craften. Und bringt halt gar nichts hinter. Hat er sich geheilt gerade während des Kampfes? Weil der Heal krasser, oder das, die Heilung krasser als. Oh, kann man machen. Apropos. Die machen wir dann. Machen wir dann ein paar Loren. Warum schaue ich da überhaupt noch hin, ob es fertig ist? Warum schaue ich hier überhaupt noch hin? Klar, dass da irgendwas spawnen wird in der Zeit, wo die Schiene gebaut wird, muss ich da nochmal durchgucken. Bist du doof? Ich find's schön, dass du übst. Aber ein Feuer-AOE? In einem Holzhaus? Das ist ja so, wie ich mal einen Kamin gebaut habe. In Minecraft. Und mich gewundert habe, warum das Haus brennt. Also das war wirklich mal so meine allerersten Minecraft-Versuche noch, wo ich nicht gedacht habe, dass das Spiel so weit ist, dass Feuer halt Holz anzündet. Was daran logischerweise ist, also realistisch ist, echt in echt so ist. Nicht arbeitend, acht. Ja, aber wir haben genug zu tun, dass sie arbeitet. 9, es werden immer mehr. Warum arbeiten 9 Leute von euch nichts? Das nervt mich ja richtig. Warum aber? Ich verstehe es nicht. Ich glaube echt, irgendwann, wenn es zu viel ist, dass die Wegfindung nicht mehr mag, habe ich langsam immer mehr den Verdacht. Weil die oft dastehen und sich sagen, hä, wie komme ich da hin?
Obwohl alles miteinander verbunden ist, weil wir sind ja schon hingekommen. War das damals auch so ein Problem, wie ich es gespielt habe? Ich weiß es nicht. So ein paar Sachen sind mir aufgefallen, die waren ohne den DLCs noch nicht. Weil 8 Leute arbeiten nicht. Wir haben aber hier Platz. Wir haben genug zum Platzieren und genug Arbeit an sich. Ist ja echt nicht so, als ob wir nichts zu tun hätten. Da haben die keinen Bock, keine Motivation. Bei Essen tun sie ja. Guck, jetzt chillt der oben am Lager. Faulenzen, warum? Ess was. Hast du dann Bock? Sogar ein Goldopfer hat er sich gekrallt, hey. Ich hab eingestellt, dass alle Arbeiten erlaubt sind. Die dürfen rein und raus. Sieht man ja hier, dass sie auch rein und raus gehen. Schmieden machen. Schmieden tun sie ja auch. Daher verstehe ich es nicht. Vielleicht machen wir noch ein paar mehr Reifen. 20, wir haben 10 Loren. Komm, mach mal an sich. Mach mal einfach mal ein paar. Komm, scheiß drauf, 40 Dinger. So. Tinte würde ich gerne mal noch ein bisschen machen. Danke. Weil ich dann auch noch ein paar Bücher machen würde gern. Und zwar hier hinten die Zwergenfähigkeit würde ich gerne mal ein bisschen hochkriegen. Die hier. Dann fehlt Papier. Okay, Papier ist... Warum sag ich überhaupt noch, dass es easy ist? Aber warum arbeiten die jetzt hier nicht weiter? Kann mir das einer erklären? Jetzt sind 2 nicht arbeitend. Einer. Okay, es wird weitergearbeitet. Keine Ahnung, warum die jetzt die ganze Zeit nicht gearbeitet haben. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einen Schluss für heute. Bin ich nicht noch ein bisschen fleißig? So, raus, 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 raus. Ja, wir wollen tatsächlich abbrechen. Und gucken wir mal, Heart of Evil haben wir noch nicht. Bosses und Monsters, okay, den haben wir ja schon. Grotten kennen wir auch schon, die Minen kennen wir. Sisters in Arms, keine Ahnung. Haben wir auch noch nicht. Temple of Four Elements, ich glaube, da haben wir auch einen von dem Tempel. Ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.